Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute gucken wir auf ein richtig cooles Konzept, was mir im Endeffekt eben erst spontan eingefallen ist. Trotzdem ist es ziemlich cool. Und zwar, wie wir das ja wissen, bei Clash of Clans gibt es hier ein Meer. Und das sieht halt immer so ein bisschen anders aus, je nachdem, was für eine Szenerie du gerade hast. Aber es ist halt, wenn du das Bötchen aufgebaut hast, ist es quasi da und du kannst damit zum Nachtdorf fahren, was jetzt ja, naja, seien wir ehrlich, das Nachtdorf ist jetzt nicht unbedingt das liebste Dorf aller Leute und das Bötchen ist halt da und du kannst damit dahin fahren und wenn der Meisterbauarbeiter etwas quasi in deinem Dorf ausbaut, dann kommt er mit seinem kleinen Bötchen zurückgefahren und baut dann halt was bei dir aus und so weiter und so fort. Da habe ich mir überlegt, da könnte man noch etwas machen und zwar, übrigens, ich bin etwas heiser, nicht wundern übrigens. Kaffee, wo ist der Kaffee? Moment, einen Moment. Moment. Ach so, jetzt müsste es besser gehen. Also, ich habe mir überlegt, wir nehmen ein zweites Boot. Dieses formschöne Boot in der blauen Farbe steht dann neben dem anderen Dorf. Aber die Frage ist ja jetzt, was macht dieses Dorf? Wo führt uns dieses Dorf hin? Was können wir da machen? Und zwar führt uns das Dorf zu dieser formschönen Insel, die einfach nichts anderes ist als die ursprüngliche Insel des Clankriegs von Clash Royale. Also bei Clash Royale gibt es ja auch schon einen Clankrieg, der wurde ja mittlerweile überarbeitet. Es ist jetzt Clankrieg 2.0. Das hier ist die Insel von Clankrieg 1.0. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichen Arenen, also Eis und da oben legendäre Arena und dann noch mit der Tesla-Spule und so weiter und so fort. Aber auch natürlich unterschiedliche, ja, wie soll ich das sagen, so unterschiedliche Landschaften. Wald, dann hast du dieses Zaubertal, dann hast du Eis, dann hast du doch eher sowas, was in Richtung Legend geht. Dann hast du sowas mit Elektrizität, dann hast du eine Wüste, du hast Lava, du hast eher so etwas Königliches, du hast so etwas einfach Gehaltenes, du hast dieses Trainingslager und so weiter und so fort. Da habe ich mir gedacht, wie machen wir das jetzt? Es gab ja, Ende Dezember war das, gab es ja die Challenge, die sehr gut ankam, wo du ja Eismagier benutzen musstest und ich weiß es gar nicht mehr, was man noch alles benutzen musste, ich weiß es nicht mehr. Ach ja, den Center Spell, ne? Den Center Spell, Blitzzauber und noch irgendwas musst du auf jeden Fall benutzen. Da habe ich mir überlegt, wenn es doch neue Challenges geben soll bei Clash of Clans, wieso lässt man die Leute dann nicht dieses Boot aufbauen? Dann fährt man mit dem Boot zu dieser Insel und auf dieser Insel gibt es, Moment, wie viel sind das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sagen wir mal 10 Stück. 10 Challenges und jede hat halt ein anderes Thema. Die eine ist mehr so in der Wüste, da sind vielleicht mehr so die Skelette gefragt, ne? Wenn dann jemand in der Wüste, Gott behüte, es vielleicht nicht schafft zur nächsten Oase und dann sehen wir halt die Skelette. Deswegen Skelette mehr oder weniger bei der Wüste, bei der Tesla-Spule vielleicht eher so in Richtung, dass man den Elektromagier mal wieder rausholt. Klar, Eis. Hast du den Eishund zum Beispiel oder den Eisgolem oder sowas oder den Eismagier, sowas halt. Dann in Legend, keine Ahnung, da ist man ja, oh, den nehme ich übrigens mal eben mit, Leute, da ist man ja flexibel. Da ist man ja wirklich flexibel oder bei Königlich, könnte man sich auch irgendwas überlegen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal überlegen. Klar, bei dem mit der Lava, natürlich der Lava-Hund, aber wenn da diese Pekka, dieser große Pekka-Kopf ist, dann natürlich die Pekka und so weiter und so fort. Also, da sind dann vielleicht besonders viele Inferno-Türme oder so. Ich fände das so cool. Ich habe mir das eben ganz spontan überlegt und desto länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt es mir eigentlich. Weil ich sagen muss, das wäre eine richtig geile Möglichkeit für Supercell bzw. für das Clash of Clans Team, die Challenges irgendwie noch zu integrieren. Und es ist ja kein Dorf, was du aufbaust. Ich meine, ich hatte mir den Thread nochmal angeguckt bei mir im Community-Tab, wo ich gefragt hatte, ey Leute, was wollt ihr denn haben an Zeugs? Also was wollt ihr für ein Update haben? Da haben natürlich auch einige geschrieben, sie wünschen sich noch ein neues Dorf. Nur ich persönlich denke, es bringt halt nichts. Also da müssten sie das Nachtdorf schon löschen, um dann ein neues Dorf zu machen. Ich denke mal, ansonsten macht das keinen Sinn. Und deswegen ist das eigentlich die perfekte Möglichkeit, was zu machen, ohne dann halt ein neues Dorf machen zu müssen. Finde ich jetzt zumindest. Du musst kein neues Dorf machen, du hast diese Insel. Auf der Insel kannst du ja nichts bauen, du kannst nichts ausbauen, du kannst aber echt Challenges machen und ich meine, sie müssten ja eigentlich genug Ideen haben. Au, oh, da habe ich den Dschungel vergessen dabei. Oh, da ist ja nur ein Dschungel. Oh, da
kommen die Kobolde. Weiß ich nicht. Müsste man mal überlegen. Na, es muss ja auch nicht genauso sein, wie das jetzt auf meinem Bild ist. Das ja nicht. Es muss nicht genauso sein, wie auf dem Bild. Es könnte auch anders sein. Nur mal so, lasst es mal sacken. Ja, hier vorne ist das Bötchen. Da könnte man dann das andere Bötchen daneben machen. Wir müssen ja auch nicht unbedingt diese Szenerie nehmen. Wir können auch gerne die andere Szenerie nehmen. Die klassische Szenerie können wir auch gerne nehmen. Ach, die sieht irgendwie nicht... Ach, wenn man die andere mal einmal gesehen hat, weiß ich auch nicht. Dann gefällt mir die Standard-Szenerie, gefällt mir dann nicht mehr so. Ja, können wir die wieder nehmen. Aber andererseits, Winter, es war jetzt auch lang genug Winter, oder nicht? Irgendwie. Aber im Endeffekt ist es ja egal. Sie können das Bötchen ja so animieren wie das hier auch. Macht ja nichts und das fährt dann gar nicht ins Nachtdorf. Bedeutet, du hast die beiden Bötchen hier, aber du hast die beiden Bötchen nicht hier. No, 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 no. Das Boot ist einzig und alleine dazu da, ins Nachtdorf zu fahren. Und das andere Boot ist einzig und allein dazu da, zu der Insel zu fahren. Oh mein Gott, ich finde das so cool. Denn, sagen wir ehrlich, die Challenges kamen natürlich sehr gut an. Ich habe es geliebt, die zu spielen. Also ich habe immer versucht, besser zu sein. Ich wollte immer noch mehr. Ich wollte noch weniger Truppen einsetzen und wollte es dann schaffen. Ich habe es ja auch, glaube ich, warte mal, habe ich das nicht? Ich überlege gerade mal. Entschuldigung, dass ich heute etwas verwirrter bin, aber ich glaube, ich hatte es doch mal geschafft ohne die Center Spells. Oder hatte ich... Ah, ich hatte das, glaube ich, sogar komplett ohne Zauber. Jau! Nehme ich den mal mit oder nicht? Also ist das wieder so die... Das ist wieder so das Problem. Ich möchte ja gerne farmen, aber ich habe wieder jetzt... Ihr habt ja gesehen, 3,5 Tage keinen Arbeiter. Ja, ich mache natürlich das Ganze wieder ein bisschen kompliziert und wir haben die Angebote ja schon gekauft. Von daher... Problem, Problem. Das ist halt so. Das ist das Problem. So, ich würde auch mal sagen, lasst es mal etwas sacken. Wir sehen uns gleich wieder. Mal einen kurzen Cut. Wir greifen auf jeden Fall nochmal an und wir haben wieder einen gefunden. Wir müssen gar keinen Cut machen, weil wir einen gefunden haben. So. Also ich habe, wie gesagt, als ich mir das nochmal angeguckt habe, im Community-Tab, viele haben halt geschrieben, global... Ich hatte auch gesehen, Clash of Clans hatte, wo hatten die das denn gemacht? Bei Insta. Bei Insta hatten sie so gesagt, ey, die neue Saison ist da und der neue Skin ist am Start. Und dann haben die Leute halt geschrieben, wir wollen den global wieder haben. Das ist immer der meiste Kommentar. Von allen Kommentaren ist immer das allermeiste, wir wollen den global wieder haben. Geht nicht, ich weiß, ich würde ihn auch gerne wieder haben, aber es geht nun mal nicht, Leute. Er wird nicht wiederkommen. Er wird leider nie wiederkommen. Leider. Also einen gescheiten Ersatz, klar, können sie mal rausbringen. Irgendwas, was zumindest ein bisschen in die Richtung reingeht. Ein bisschen mehr die Interaktion fördert. Aber wenn es jetzt zumindest nach Ingame-Sachen geht, was man denn da noch so machen könnte. Und sie haben ja gesagt, Challenges sind auf ihrer Agenda relativ weit oben. Dann doch bitte so. Dann doch bitte so. Na, schöne Insel. Ey, sie können wegen mir, können sie sogar die Insel von Clash Royale nehmen. Die wird ja da eh nicht mehr benutzt. Es gibt ja, wie gesagt, die Clan... gibt ja den Clankrieg 2.0 mit dem Flussrennen. Da wird dann diese Insel überhaupt nicht mehr benötigt, denn die Insel, finde ich, sieht richtig geil aus. Aber ich meine, sie haben doch so viele Sachen bestimmt noch in der Hinterhand, was Designs angeht. Also wenn es jetzt wirklich nur eine Designfrage ist, ich glaube, dass das, was wirklich am längsten dauert dabei, ist im Endeffekt halt die Challenges zu machen. Dass man da wirklich Challenges hat, die dann auch funktionieren. Die dürfen nicht zu schwer sein, dürfen nicht zu leicht sein. Das ist halt das Problem dabei. Aber ich meine, dann sollen sie es doch halt die Creator testen lassen oder irgendwie intern testen oder so. Das ist doch alles machbar. Komm, bitte, bitte noch ein bisschen, 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 noch ein bisschen. Dankeschön. Bisschen noch das Dunkle mitgenommen. Oh, wo ist der Rest? Wo ist der Rest vom Dunklen denn hin? Ist der tatsächlich noch da im Rathaus? Ach, fängt einer an zu bellen von den beiden. Moment. Das geht immer so ganz kurz so. Für so 5 Sekunden, wenn einer einen Albtraum hat und danach Stille. Aber der Loot ist schon wieder echt gut. Aber Challenge, ne, da hätte ich schon Lust drauf. Viele Challenges, viele neue Challenges. Denn das ist ja anders als beim Einzelspiel. Bei einer Challenge hast du ja vorgegeben, was für Truppen du benutzen musst. Ach, wäre das schön. Das würde ich feiern. So, wir nehmen noch ein paar Loonsens mit. Zack, zack, zack. Rup. Und Zauber haben wir auch noch am Start. Wie lange brauchen wir noch? Oh, wir haben wieder alles voll. Was ist denn da los? Was ist da denn los?
dann Bauernangriff. Reden gleich nochmal ein bisschen weiter. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Hat denn von euch jemand die Clan-Kriege bei Clash Royale gespielt? Clankrieg 1 und Clankrieg 2. Clankrieg 1 fand ich relativ Mist. Clankrieg 2 fand ich erst auch nicht so gut. Haben sie ja dann nochmal geupdatet. Es geht. Ich muss sagen, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, hat jemand von euch denn schon die Clan-Kriege gespielt bei Clash Royale oder nicht? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, das ist mal was anderes. Wir haben jetzt mal eine Base, die nicht inaktiv ist, aber ich meine, klar, das gleiche Spielchen wie sonst auch. Die kleinen Fratzel an die Seite gepackt. Ich habe ja sogar für die Fratzel die 25.000 ausgegeben, obwohl ich eigentlich auch den Trank hätte nehmen sollen, weil ich einfach mir gedacht habe, ich kann jetzt so lange kein Dunkles mehr benutzen und dann farm ich das dunkle Rappel voll und ja, dann habe ich wieder, dann ärgere ich mich wieder. So, 1, 2, 1, 2, 3, zack, zack. Und jetzt gucken wir mal, 2, 3. Was ich jetzt mache ist, ich versuche schon mal so ein bisschen was wegzunehmen an Gebäuden. Es ist ja auch noch ein bisschen was da. Es sind noch ein paar Sachen da. Wir haben keine Mauerbrecher, das ist aber egal, 25% haben wir schon mal. So, die Doppelkanone wird nicht mehr ganz fallen, okay. Kriegen wir das kaputt oder ist der Minenwerfer am Start? Nein, der Minenwerfer ist nicht am Start. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So, das kriegen wir auch noch. Da oben kriegen wir auch noch was weg. Und jetzt machen wir mal Kassensturz und gucken mal weiter. Ist noch 149.000, 184.000. Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Doch, ich weiß es. Wir müssen auch noch die Queen kaputt machen hier vorne. Ich entscheide mich erst einmal hierfür. So, jetzt werde ich das freezen. Das Viech fliegt jetzt direkt darauf zu. Soll jetzt auch runtergehen? Ja. Soll sich nämlich das Dunkle schnappen. So. Das Dunkle, die Queen, vielleicht noch das Lager. Mit etwas Glück. Das Lager. Okay, das Lager haben wir jetzt auch gleich. Wäre natürlich geil gewesen, hätten sich noch das Katapult geschnappt. Oh ja, das haben wir. Okay, das haben wir auch noch. So, du. Nein, da vorne ist noch was. So, 41%. Was brauchen wir jetzt noch? Ein paar Prozente kriegen wir noch. Die Frage ist, lohnt es sich noch irgendwie was zu riskieren oder nicht? Er hat ja die Katapulte geladen gehabt, beziehungsweise das eine Katapult ist immer noch geladen. Inferno-Türme sind geladen, Adler-Dev ist auch aktiv, das ist eigentlich ein bisschen tricky. Deswegen, ja komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Probieren wir jetzt mal da drauf zu gehen. Vielleicht kriegen wir die beiden Lager zumindest noch. Da wird nicht viel drin sein. Ist aber egal. Das bringt ja noch ein paar Prozente. Ja. Oh, ein paar Prozente noch für uns. Zumindest jetzt noch einen. Oh, nein, nicht ganz. Zwei Stück müssten jetzt reichen. Dann ist das auch weg. So. Also 48%. Ja, jetzt können wir die Helden nehmen. Ganz easy peasy. Helden. 3, 2, 1. Oh, da müssen wir gar nicht. Ein paar Prozente noch. Oh, jetzt bevor die Adler-Dev drauf schießt. Hahaha. 60.000 Bonus ist in Ordnung. Ich habe ja gesagt, wir wollen eher ein bisschen runtergehen. Was ist denn jetzt hier noch los? So. Ja, aber immer unbedingt ein paar davon mit. Ich möchte die Challenge möchte ich trotzdem noch haben. Die Quest möchte ich noch abschließen. 10 Stück. Oh, wir haben eh noch 9. Hoch. Wir haben eh noch so viele Ballons. So viel hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Auf dem Ballonschirm, so. Ein paar Blitze noch an den Start. Aber lieber noch einen Blitz. Also zwei Blitze und ein Erdbeben. So. Haben wir denn was fertig? Ja, die Spendenquest. Die haben wir fertig. Bringt aber noch nicht so viel. Forschungsschub, Bauarbeiterschub. Ich finde das so geil, dass die ganzen Runen hier vorne sind. Oh Gott, alles gut. Also, ich würde mal sagen, denkt mal drüber nach. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von der Challenge-Insel? Eine Insel, wo man Challenges unterschiedlicher Art machen kann. Ja, man muss halt immer bestimmte Truppen einsetzen. Man hat nur eine bestimmte Anzahl und nur bestimmte Truppen zur Verfügung und muss die Base zerlegen. Ich fände es cool. Müssen ja nicht unbedingt 10 Challenges sein, können auch 5 sein am Anfang. Ich fände es cool, ist mir halt so eingefallen und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!